Hi und willkommen zurück zur 101. Folge der Abenteuer Sportshow. Servus Kathi. Die Hi, Luftballons Benny. Sind weg. Ja. Aber die Luft ist nicht draußen aus der Admiral Sportshow. Es geht auch nicht. Mit Vollgas in Richtung 200. Schön, dass ihr mit dabei seid. Donnerstagabend, ein Fixtermin seit rund 2 Jahren schon. Ja, stimmt. Und heute der Benny hat er die Sonne mitgebracht, hat sich rausgeputzt in einem. Ja, es ist eigentlich Orange eine Blume, aber. Für euch? Ja. Aber die Blume strahlt wie die Sonne. Und wir oder so freuen uns ganz besonders, dass die Community so eifrig wieder mit von der Partie ist. Wir da begrüßen sie mal. Einzeln geht sich nicht aus, dafür sind zu viele heute im Chat, Kathi, aber wir können trotzdem einen Blick darauf werfen, wer es auch heute zu uns geschafft hat. The Furry is here. The Furry, Stylebender. Star 47, Gavalier 95. Mauchi wie so oft, Sabi neu auch wie so oft, Irop, Jorge, Flo 123. Schönen Donnerstagabend, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Und die Frage aus dem Chat, wie geht's uns? Wie geht's uns, Kathi? Ja, also gut. Wie geht's dir, mir besser geht's gesagt? Wie geht's dir? Ich schließe mich an, mir geht's auch gut. Die Frage, wie geht's euch zu Hause? Was macht ihr gerade so? Wo schaut ihr gerade die Admiral Sportshow an diesem ja, klassischen Apriltag? Bisschen Regen, bisschen Sonne, aber jetzt die Admiral scheint die Sonne, scheint sie dann. Auch wenn es genau. draußen regnet. Wir sind so poetisch unterwegs und fast gleich poetisch unser heutiges Thema. 50 Jahre Bundesliga. Ja, wir feiern die Admiral Bundesliga. Es geht heute sowieso nur ums Thema Fußball. Und ich sage jetzt schon, es wird einiges zu gewinnen geben. Bundesliga-Packages. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Oder verraten wir schon? Wir verraten viel. Wir verraten einfach alles. Weil wir unser Gast heute, Matthias Lesak, hat wunderbare Dinge mitgebracht. Anlässlich des Jubiläums. Wir werden einen Teil ganz klassisch verlosen und einen Teil dann rund um den Hell of a Corner. Oh, beginnen ja. wir mit dem Klassiker, den wir hier verlosen werden. Genau. Und den zeigen wir jetzt mal her. Da gibt es nämlich das riesige Unikate, muss man dazu sagen. Es gibt einfach dieses ganze Bundesliga-Package. Zum Beispiel diesen Retro-Ball, der ist richtig cool. Da steht auch drauf, 50 Jahre Bundesliga, 1974 bis 2024. Dann, das ist Bennys Highlight, Tick-Kick in der Retro-Edition. In dem Fall ist es jetzt die Cup-Edition. Genau so ist es. Welche aber gibt's heute zu gewinnen? Die Cup oder Retro, völlig okay. Gleich. Es ist ein Tipkick und das ist schon das Highlight an sich. Und dann gibt's, wie gesagt, im Hell of a Corner noch Dinge zu gewinnen, die kann man einfach nirgends kaufen. Die kann man wirklich nicht kaufen, die kann man nur hier gewinnen. Also spitzt wirklich die Ohren. Das ist absolut exklusiv, nämlich die Bundesliga-College-Jacke. Perfekt für den Sommer. Ihr seht das, BL50. Als Mode-Expertin, Kathi, was erwartet uns mit diesem mit dieser Jacke? Ja, mit dieser Jacke wartet euch, dass ihr einfach super stylisch im Sommer ausschaut. Ich mag auch dieses Material, ist recht angenehm. Steht hinten auch was drauf, schau mal. Ja, 50 Jahre Bundesliga. Ja. Und passend dazu diese Retro-Tasche. Ja, stark. Also seid ihr perfekt ausgerüstet mit diesem Würde Retro-Design. Dir auch gut stehen, glaube ich. Ja, aber so genug der Modeschau hier eigentlich. Heute so neue Haarpracht übrigens, Kathi, ja, weil natürlich. Wir zuletzt darüber natürlich gesprochen haben und weil es im Chat auch schon gefallen ist. Ist mir schon aufgefallen. Ja, jede Admiral Sportshow muss eine neue Frisur haben. Ich kann es nicht mehr ändern. Und ich ziehe auch mit. Jede Woche die gleiche Frisur. Und wir müssen noch sagen, wie wir die Gewinne an den Mann, an die Frau bringen. Den Ball. Und das Tipkick gibt's zu gewinnen, wenn ihr unsere Gewinnspielfrage beantwortet, die sich rund um die 50 Jahre Bundesliga dreht. Nämlich, was war euer Highlight in den vergangenen 5 Jahrzehnten Bundesliga? War es vielleicht ein Meistertitel, ein abgewendeter Abstieg, was auch immer? Schreibt es gerne in den Chat hinein. Und das andere klären wir dann, wenn es soweit ist. Die genau, anderen so beiden ist es. Deswegen bleibt gewinnen dran und dann erfahrt ihr auch, wie ihr den Rest gewinnen kommen könnt. Wir da schon halb vor wieder kann man nicht kaufen, kann man hier nur gewinnen. Genau, schauen wir mal in den Chat. Daniel Ferry schreibt, mit Katja Shoppingbegleitung kann man nur bei Shopping Queen gewinnen. Ja. Apropos Mode, schauen wir noch, wie modisch unsere Regie heute ausgerüstet ist. Servus Alex, servus Raffi, das sieht modisch einwandfrei aus am Tag des Velociraptors, was man nicht alles lernt hier schau, bei uns. Schau, wie süß der ist, mit seinem kleinen Händchen. Wie süß. Ist das dein meinst Spirit? Du aber schon ein Dinosaurier, oder? Sind alle süß in der Regie. Aber ist das dein Spirit Animal, der Velociraptor? Alt und ausgestorben, meinst du? Ich weiß nicht, ob das mein Spirit Animal ist. Schau, wie cool, jetzt geht er da im Admiral Sportshow-Studio. Okay, was für ein cooler Effekt. Kann man angreifen? Ja. Süß. Aber ich glaube, in echt noch ein bisschen größer, oder? Glaubst du? Ich weiß nicht. Ich war nicht dabei, als der ehrenwerte Velociraptor das Licht der Welt erblickt hat. Ich war dafür dabei, als der Senf der Woche erstmals das Licht der Welt erblickt hat.
Ja, ihr habt nämlich entschieden, ihr habt abgestimmt auf Instagram und gewonnen hat die Champions League. Denn es geht ja jetzt in großen Schritten Richtung Halbfinale. Die stehen jetzt auch schon fest, die Halbfinalpartien. Bayern trifft auf Real Madrid und Dortmund auf PSG. Schreibt mir gerne in den Chat rein, was wäre so euer Traumfinale für die Champions League? Bayern BVB. Wäre das dein Traumfinale? Es hätte was. Es hätte schon was. Vor allem die Bayern jetzt in der Liga ja titellos, das ist auch schon eine Besonderheit. Es wäre Thomas Tuchels große Chance, doch nochmal was mitzunehmen. Ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, das hätte das gewisse Etwas, wenn die Bayern ins Finale kommen würden. Mhm. Auch verdient gegen Arsenal, finde ich, weitergekommen. Und auf und der anderen Seite. Und Sabitzer. Ja, und dann BVB ohnehin. Wir sagen, wir also diese Partie vom BVB, wir sind Champions League-Finale. Ja, wir haben einen Bezug hergestellt, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Genau deshalb. Aber Sabitzer BVB, das war richtig stark. Ja. Also das war, aber nicht Man of the Match. Wer wurde Man of the Julian Match? Julian Brandt. Torschütze zum 1:0, aber Sabitzer hätte sich das mindestens genauso verdient. Und wenn der in dieser Form auch zur Euro fährt, hätten wir, glaube ich, auch nichts dagegen. Ja, definitiv. Und? Aus österreichischer Sicht, bevor wir auch noch kurz auf den Chat schauen, auch erfreulich, dass Arsenal raus ist, weil so ist Salzburg bei der Club-WM 2005 Amerika, wie es auf der Grafik auch dargestellt wird. Bringt auch ein paar Euro in die Clubkasse, rund 50 Millionen Teilnahmegeld. Da müssen wir noch zwei, dreimal hier sitzen, bis wir das haben. Aber das ist schon mal was richtig, richtig Starkes, weil auch eine Premiere natürlich. Ja, wir schauen auf jeden Fall, was da noch passiert die nächsten Wochen. Jetzt stehen ja eben mal die Halbfinalduelle an und dann das große Finale am 1. Juni. Und dann schauen wir, wer sich am Ende den Titel sichert. Sabitzer unfassbar am Dienstag, schreibt 1, Chris 2, 3. Das ist vielleicht Chris Stefan. Glaubst du? Sein Zweitprofil hier zuschaut. Dortmund als Champions League-Sieger wäre ein extra Dämpfer für die Bayern, schreibt Steve Marik. Das kann man wohl so unterschreiben. Das wäre schon eine besondere Geschichte, wenn die denen dann am letzten Abdruck noch womöglich einen Titel auch wegschnappen könnten. Also das wäre was mal, Besonderes. Schau mal, ich bin gespannt, was passiert. Ich finde, es sind auf jeden Fall sehr spannende Halbfinalpartien. Holen Sie den Sabitzer gleich wieder zurück und den Hummels auch. Hummels, jetzt weiß man, warum der auf X, früher Twitter, Außenriss15, glaube ich, heißt, oder auch auf Instagram, seine Vorlage aller Ehren wert. Können nicht alle. Wird's Code geben? Antwort möchte Mehmet wissen. Wir haben es verschwiegen. Es gibt 50 Euro Admiral Wettguthaben dazu zu gewinnen. Natürlich zu einem Paket, was wir hier zum verlosen. Zum Bundesliga-Package, zum ersten Paket. Darf natürlich Paket. Nicht und fehlen. Und der Admin, der schläft nie, lieber Mehmet, der ist eh da. So wie ihr auch. Aber so danke auf jeden heute Fall für wieder. Den Hinweis. Denn es stimmt natürlich, wir haben natürlich für euch auch eben diesen 50 Euro Bonus on top. Und wer das auch weiß, ist auf Twitch ein Ehrenuser. Ace Pink. Cactus, der wird jede Woche begrüßt. Das hat Tradition. Und Tradition haben bei uns auch unsere tollen Gäste, Kathi. Yes. Sollen wir überleiten? Machen wir das. Zu unserem heutigen Gast, zu Matthias Slezak, dem Pressesprecher der Bundesliga und auch zum Leiter des Bundesliga Campus. Was das ist, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Herzlich willkommen. Grüß euch, hallo. Hi, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hi, hallo. Schön, dass du da bist. Haben wir schon gesprochen, schöne Überleitung gefunden vom internationalen Fußball hin zum nationalen Fußball. Matthias, 50 Jahre Bundesliga. Wie sehr feierst denn du jetzt schon eigentlich? Am Sonntag vor genau 50 Jahren ist ja die Bundesliga, heute Admiral-Bundesliga, ja aus der Taufe gehoben worden. Genau, ich glaube, ihr seid uns ein bisschen was voraus. Ihr habt jetzt einen 100er gefeiert letzte Woche. Wir haben dieses Wochenende den 50er. Jetzt haben wir gesagt, wir treffen uns jetzt in der Mitte. Sehr gut. Wir freuen uns extrem drauf. Also es ist in Wahrheit die ganze Saison ja schon, die so unter dem Zeichen des Jubiläums steht, die 50. Jubiläumssaison. Aber jetzt am Sonntag ist dann eben wirklich so weit, dass der 50. Geburtstag eben da ist. Und ja, da haben wir uns ein, zwei Dinge überlegt, die jetzt eben noch dazukommen. Eben ein paar so Retro-Package etc. wird dann auch von den Clubs verlost werden. Also da gibt es noch den einen oder anderen Eye-Catcher auch in den Stadien. Und da freuen wir uns einfach schon sehr drauf und hoffen natürlich, dass dann auch die Spiele dementsprechend attraktiv sind und der Ball oft im Netz zappelt.
Jetzt ist auch heute die große Frage für unsere Fans im Chat. Was ist das Highlight aus 50 Jahren Bundesliga? Was würdest du sagen, ist dein Highlight aus 50 Jahren? Du hast die Möglichkeit zu gewinnen. Schwierig, ja. Ich glaube, es kommt immer darauf an, so, wo man Fan ist oder wo man Sympathien hat. Deswegen glaube ich, so das Highlight ist für jeden ein bisschen anders. Ich muss ehrlich sagen, so aus meiner Zeit bei der Liga, ich war da schon dabei, wie halt Corona war mit Geisterspielen etc. Und dann einfach so das erste, sage ich, Wiener Derby in einem vollen Stadion dann wieder, wurscht, wie das dann ausgeht. Das war dann schon wieder was, wo du gemerkt hast, okay, die Leute kommen retour, es ist wieder dieses Stadion-Feeling da. Also es war jetzt vielleicht gar kein Ergebnis, sondern einfach wieder so diese Geschichte, wenn man merkt, okay, es geht einfach wieder, Fußball ist wieder da, Fans sind wieder da und das war einfach schon was ganz, ganz Besonderes. Und was die Bundesliga auslöst, das sieht man auch, wenn man in den Chat schaut und sich da ein bisschen durchliest, die Highlights der Community. Rapids letzter Titel zum Beispiel von Gamer 208, dann Chris sagt auch Rapids letzter Titel, dann das 7-0 von Rapid gegen Salzburg, dann das Highlight von Walter Falter, als Mattersburg aufgestiegen ist und ja, Major Torschützenkönig, also die komplette Bandbreite, die da auch genannt wird. 50 Jahre, eine lange Zeit. Du gehst jetzt seit 2016 in der Bundesliga als Pressesprecher ein und aus. Wie hat sich dennoch, denke ich, wirst du das auch wissen, die Bundesliga als Organisation quasi entwickelt von 1974 bis 2024? Ja, haben wir uns in den letzten Jahren schon immer wieder angeschaut. Also wir haben so ein Printmagazin, das Bundesliga-Journal, und haben einmal im Jahr historische Ausgabe gemacht und haben deswegen quasi in den letzten Jahren eigentlich schon immer ein Jahrzehnt aufgearbeitet. Durch das war das dann heuer eigentlich ein bisschen so ein Zusammenführen der Arbeit aus den letzten Jahren. Und das war schon einfach auch cool, weil du hast so, ich bin Jahrgang 1990, das heißt so ab Mitte 90 habe ich schon irgendwie halt Dinge mitbekommen, aber so 70er, 80er war dann auch wirklich was, wo man sagt, okay, einfach alte Protokolle lesen, teilweise halt noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Also das war schon einfach so ein bisschen eine Expedition in die Vergangenheit. Und ja, ich meine, die Bundesliga war damals, wenn man so möchte, eine Abteilung des ÖFB, ist dann quasi 1974 mehr oder weniger rausgelöst worden einmal, wo man gesagt hat, okay, das ist quasi eure eigene Geschichte, macht das. Das waren aber dann so ein, zwei Mitarbeiter, die im ÖFB noch eingegliedert waren. Und wirklich als Verband sind wir dann erst 1991 quasi unabhängig geworden. Ist, sage ich, eher was im Innenverhältnis wichtig ist, weil für die Fans draußen, sage ich, gibt es ab 74 die Bundesliga und that's it. Und ja, ist natürlich, aber kommen wir vielleicht eh später noch dazu, ist ja gerade nicht nur der Sport geändert, auch so, wie es ausgesehen hat mit Frisuren, mit Trikots etc., also Stadien, das rundherum, also da hat sich einfach sehr, sehr viel getan in den letzten 50 Jahren. Gerade du könntest die 50 Jahre Frisurenmode auch jetzt wöchentlich irgendwie abbilden, wäre das was für dich? Stimmt, ja, Frisurenmode ist genau mein Thema. Aber wie du jetzt gerade beschrieben hast, ihr habt in diesen Archiven gekramt, noch getippte Unterlagen gefunden. Gab es irgendeinen Moment, wo du dachtest, wow, also einfach so, der dich irgendwie berührt hat, wo du diese alten Sachen gesehen hast? Ja, also was sehr cool war ein bisschen so die Fotorecherche, weil also wir mit so unser aktueller Fotopartner, die GEPA, ist alles schon digital, aber alles erst ab Mitte 90. Und davor hat es jetzt quasi auch keine Digitalfotografie gegeben. Und da haben wir damals für die Journale einfach schauen müssen, okay, wo bekommt man das her? Und da gibt es halt ganz, ganz wenige Archive, die das noch haben. Und unser großes Ziel war dann eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Foto vom ersten Bundesliga-Tor. Und sind dann in ein so ganz altes Fotoarchiv im 19. Bezirk, wo noch so die, sag ich einfach, die Wände voll waren mit Stellagen, wo quasi entwickelte Fotos drin waren. Und dann haben wir das einmal durchgeschaut, haben die Paarung gesucht, weil wir gewusst haben, es muss Admira gegen Eisenstadt sein in der ersten Runde. Und von dem hat es kein Foto gegeben. Mhm. Und war dann so, dass wir gesagt haben, ja, einfach auch drüber gesprochen, wieso nicht. Und dann auch mit älteren Journalisten gesprochen und gesagt, ja, das war halt damals eine Partie von vielen, die ist dann ausgegangen 6-1, war halt rückwirkend das erste Tor, aber damals ist das halt nicht veröffentlicht worden, weil gleichzeitig Rapid gespielt hat, die Austria gespielt hat und jetzt der große Fokus nicht auf Admira gegen Eisenstadt war. Und es hat aber dann noch gegeben, also quasi die negative, also der unentwickelte Film war noch dort. Und ich habe dann einen Kollegen gehabt, der sich da ein bisschen wirklich wie der Sherlock Holmes irgendwie als Detektiv betätigt hat, der dann wirklich da hineingegangen ist und das so von einem Tierprojekt an die Wand hat werfen lassen und dann quasi den ersten Torjubel gefunden hat und dann in Wahrheit halt rekapitulieren konnte, weil im Hintergrund so immer die Anzeigentafel war.
Und da hat er gesagt, okay, bei dem Foto davor steht es 0-0, danach steht es 1-0, das heißt, das war jetzt das erste Tor. Wow. Und das war einfach schon ja, ein cooler Moment irgendwie. Was sagst du, kannst du was ausheben, was eigentlich noch nie veröffentlicht worden ist? Und schaffst es dann, dass das 50 Jahre später so ein Foto des ersten Bundesliga-Tors das erste Mal dann quasi an die Öffentlichkeit kommt. Also das war schon ja coole Geschichte. Und Bewegtbild gibt es auch von dieser ersten Bundesliga-Runde. Das war, glaube ich, leichter zu finden, oder? War leichter zu finden, wobei das schon so ist. Da ist jetzt ähnliche Geschichte ab den frühen 2000ern. Gibt es viel digitalisiert. Dann gibt es natürlich auch so die großen Spiele, die großen Momente, das ist alles schon mal aufgearbeitet worden zu diversen Jubiläen. War aber so, dass man jetzt sagt, so vielleicht von einem bestimmten Spiel, ein Tor, was jetzt nicht in der Öffentlichkeit steht, aber du willst das dann irgendwie haben oder so, war gar nicht so einfach, weil das Material teilweise noch beim ORF in Archiven liegt, noch gar nicht digitalisiert ist oder vielleicht digitalisiert, aber halt noch nicht irgendwo eingespielt. Und da sind wir jetzt eigentlich so im letzten Jahr dabei, dass wir da viel vom Material vom ORF quasi bekommen. Und wir Kollegen haben, die das dann quasi sichten, durchschauen, sagen, okay, das ist das Tor vom Hans Krankl in Minute 17 in diesem Spiel. Und wir versuchen das jetzt auch quasi den Clubs zur Verfügung zu stellen, dass die das dann quasi relativ einfach dann auch auf Social Media und so ausspielen können. Also früher hat es immer so, wenn du das braucht hast, hast du beim ORF angerufen, hast gesagt, wir hätten das gerne. Die haben gesagt, okay, wir müssen mal schauen. Und da ist jetzt quasi so die aktuelle Geschichte, dass man jetzt sagt, man versucht so viel wie möglich zu digitalisieren. Und wir hätten die Highlights des ersten Spieltags überhaupt der Bundesliga auch gerne gehabt und wir haben sie auch. Die hast du uns mehr oder weniger mitgebracht und da können wir gemeinsam eine kleine Zeitreise machen, zurück ins Jahr 1974. Richtig coole Bilder. Ja, man kann sagen, da wären wir gern dabei gewesen. Wirklich? Geht sich jahrgangsmäßig nicht ganz aus, aber... Wobei, dann wären wir jetzt schon älter. Also, das ist, glaube ich, schön, wenn wir ein paar Highlights noch... Wenn wir vielleicht beim 100. Geburtstag dann noch mit dabei sind. Aber schon eine andere Zeit auch irgendwo, die wir da nochmals präsentiert bekommen haben. Und auch LASK gegen Rapid, das ja auch heuer das Eröffnungsspiel war. Hat das auch so... historische Gründe dann natürlich gehabt. War die Überlegung, dass wir eben gesagt haben, was kann man machen, wo kann man gewisse Anleihen finden und das war dann eben so jetzt der Wunsch von uns an den Spielbetrieb, dass man sagt, wenn es geht, bitte in der Auslosung berücksichtigen, dass es quasi so in Sachen Storytelling dieselbe Partie wie damals ist und das hat zum Glück funktioniert. Ist auch nicht immer ganz so einfach, weil du hast Stadionsperren, du musst halt schauen, wer darf wann zu Hause auswärts spielen etc., aber das hat zum Glück geklappt und war eine sehr nette Geschichte. Und ja, die Bilder sind, glaube ich, einfach cool. Also da sieht man auch, wie viel sich da eben verändert hat. Ich sage, von der Geschwindigkeit, von dem, wie Spiel übertragen wird, wie die Stadien im Hintergrund ausschauen. Aber ja, ich sage, direkt verwandelter Eckball vom Helle Köckelberger. Also die Spieler am Tor ist durchaus technisch was drauf. Und auch zum Teil die Fans, die halt nebenbei stehen. Heute sitzen sie alle in den Stadienrängen. Welche Rolle spielen die Fans bei 50 Jahre Bundesliga? Extrem große. Also ich glaube, der Fußball lebt von Fans. Ich habe es vorher gesagt, Corona war ja einfach eine sehr, sehr elende Zeit, wenn du dann im Stadion, und ich war bei 2-3 Partien dabei, bei einem Geisterspiel, das ja, ist einfach, da fehlt was, das merkt man. Deswegen haben wir gesagt, jetzt bei 50 Jahre Bundesliga, wir wollen einerseits die Fans einbinden und andererseits auch neue gewinnen. Deswegen haben wir auf der einen Seite Aktionen gemacht, wo es auch ein bisschen um die Vergangenheit gegangen ist. Das beste Team der 50 Jahre haben die Fans mitbestimmen dürfen.
Das schönste Tor dürfen Sie jetzt gerade wählen, wo man sagen, schönstes Tor ist eine reine Fanwahl, da mischen wir uns nicht ein mit Experten oder einer Jury oder was auch immer. Ihr seid die Fans, ihr sucht euer schönstes Tor. Und eine weitere Geschichte, wo wir gesagt haben, wir schauen in die Zukunft, war, dass wir jetzt gemeinsam mit allen Clubs für jedes Spiel im Grunddurchgang 50 Tickets quasi hergegeben haben und den Clubs gesagt haben, okay, ihr sucht euch bitte irgendeine coole Aktion bei euch in der Umgebung, sei es ein Nachwuchsteam, sei es irgendwie eine CSR-Geschichte, wo ihr schaut, dass ihr quasi neue Fangruppen, neue junge Leute ins Stadion holt. Und haben quasi zu jedem Spiel 50 Leute eingeladen. Und da hoffen wir natürlich, dass die ja, im Stadion bleiben und immer wiederkommen. Coole Sache. Und auch eine Sky-Doku hat es gegeben. Genau. Und das Jubiläumslogo, das wir eh auch schon da hergezeigt haben, auf dem wunderbaren Retro-Ball. Also genau, viele gibt's. Aktionen, um das zusammenzufassen, um auch würdig die 50 Jahre Bundesliga zu begehen. Schauen wir gerne nochmals in den Chat, was die Highlights betrifft und dann auch, was die Fragen betrifft. Ja, da war es ja auch schon eifrig, ist auch schon einiges hereingekommen an unseren Gast. Der Double-Sieg 2004, schreibt Matthias. Ich nehme mal an, liebe Grüße ins rote Graz an dieser Stelle. Austria-Wien, Meistertitel 2013, schreibt der Clemens. Der Aufstieg von Blau-Weiß-Linz war auch ganz besonders für Lukas 99. Katja, hast du da noch weitere Highlights entdeckt? Da kommt so viel rein, aber eben auch schon die erste spannende Frage. Als der FC Tirol, Entschuldigung, eine Zeit lang alles in Österreich gewonnen hat, schreibt der Flo 123, das ist auch schon ein paar Monate her, zeigt aber eben einmal mehr, dass es nie langweilig wird in der Bundesliga. Und jetzt wird es auch nicht langweilig mit den Fragen. Genau, da komme ich schon die erste Frage an dich. Und zwar will Leibe 91410 wissen, ist man als Pressesprecher oft bei Spielen vor Ort anwesend? Vor allem bei welchen Spielen und wer bestimmt dies? Und vielleicht kannst du auch einfach mal uns mitnehmen, wie schaut so ein klassischer Bundesliga-Wochenendspieltag aus für dich? Sag mal so, ich habe jetzt keine formelle Aufgabe im Stadion. Also quasi die Spielabwicklung muss der Club selber machen. Also wir als Liga sind quasi mit Spielbeobachtern vor Ort, die einfach nur schauen, okay, läuft alles seinen gewohnten Gang, beziehungsweise wenn was wäre, sei es eine Spielunterbrechung, keine Ahnung, Flutlichtausfall, werden wir informiert. Das heißt, ich muss jetzt nicht vor Ort sein und irgendwie für Organisation sorgen, versuche aber trotzdem, sage ich, alle 2-3 Wochen im Stadion zu sein, einfach ja, um mitzubekommen, was man da unter der Woche die ganze Zeit arbeitet im Büro, dass man sagt, wie schaut das in der Praxis aus, wie geht's den Clubs, hingehen, mit Journalisten plaudern, ist doch so, großteils hast du das nur am Telefon halt und da macht es einfach Sinn, dass man jetzt sagt, man plaudert vor Ort, kurz in der Pause, vor dem Spiel, nach dem Spiel und deswegen schaue ich, dass ich so alle 2-3 Wochen im Stadion bin, bin jetzt nicht irgendwie formell wo eingeteilt, schau, dass ich durchaus auch quasi aus Wien rauskomme. Also das Büro ist in Wien, aber war zum Beispiel jetzt letzte Woche in Tirol bei der WSG gegen Blau-Weiß-Linz, wo man es einfach wieder schaut, dass man halt auch weiter in den Westen kommt, dort einmal mit den Kollegen wieder plaudern. Und das ist eigentlich immer total nett, wenn man dann quasi vor Ort sein kann und Spiele schauen. Und das ist sicher so jetzt einer der großen Vorteile am Job, dass du einfach dort bist. Und ich kenne auch die Clubseite, dass du dann auch ohne Druck dort bist. Dann ist die Seite als Club oder beim Club die Mitdruckseite sozusagen. Und da war auch die Frage aus dem Chat von Joache, von welchem Verein der Matthias ist. Also ich nehme mal an, ob du Vereinsvergangenheit hast. Ich habe Vereinsvergangenheit. Ich war insgesamt 5 Jahre lang beim FAC. Schon zu Regionalliga-Zeiten, zuerst als Pressesprecher und dann mit dem Aufstieg in die zweite Liga als Clubmanager. Ja, ist natürlich ganz anders, wenn du quasi als Clubmitarbeiter zu einem Spiel gehst. Du bist viel angespannter, du hast jetzt einfach Dinge im Kopf, die unter der Woche irgendwie sind, wo du weißt, welcher Spiel ist vielleicht angeschlagen oder auch, was bedeutet es jetzt vielleicht, wenn du nicht gewinnst oder in den Abstiegskampf rutscht oder jetzt von der Regionalliga in die zweite Liga aufsteigst, was könnte sich alles ändern? Ja, das ist einfach schon was, wo du einfach mit mehr Anspannung in so einen Spieltag hineingehst, aber die Emotion ist natürlich umso größer, wenn es dann im besten Fall auch positiv ausgeht. Heißt das heutzutage völlig anspannungslos am Wochenende? Nein, das nicht. Also ich glaube, so ein gewisses, sage ich mal, Kribbeln, wenn du in ein Stadion gehst, das ist trotzdem da und da musst du jetzt, glaube ich, gar nicht so Fan von einem Club sein, sondern ich sage einfach in einer vielleicht gar nicht nur Fußball, aber einfach in eine Sportarena, in eine Halle, in ein Stadion reinzugehen, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich. Und das hat man auch als Pressesprecher, wenn man wo hingeht und irgendwie da halt ein Spiel verfolgt. Also das ist einfach ein sehr lässiges Erlebnis jedes Mal.
Und natürlich, sage ich, wenn es so Dinge gibt, dann wie sei es eine Spielunterbrechung oder sei es irgendwie Dinge, die rundherum passieren, du weißt natürlich, was das für einen Job am Montag bedeutet. Oder am selben Tag noch, wo du halt, wenn du im Stadion bist, wo dir die Journalisten halt direkt fragen, okay, was bedeutet das, was kann jetzt passieren, wann wird das entschieden? Deswegen, ja, ich sage jetzt, es ist nicht Freizeit, wenn man im Stadion ist, das ist auch klar. Der FAC soll gute Parkplätze haben, hat Rapidrian, glaube ich, geschrieben. Ja, es lobt Chris jede zweite Woche, glaube ich, wie toll die Parkplätze beim FAC sind. Es sind gute, aber es sind leider nicht viele. Also das ist das Problem, was gut, wir da schon haben. Genau, ja. Aber es ist zum Glück in Wien die öffentliche Anbindung ja sehr gut. Und Daniel Furi will auch wissen, ob das immer schon dein Traum war, dass du der Pressesprecher wirst und vor allem auch, wie du es dann geworden bist. Sagen wir es so, eigentlich, also irgendwann als Kind war der Traum, Profifußballer zu werden. Habe dann irgendwann gemerkt, das geht sich irgendwie nicht ganz aus. Verletzung? Nein, das, also die Geschichte erzähle ich keiner. Gilt das nicht? Ich glaube ja kaum einen anderen, weil so viele Verletzte gibt es gar nicht, wie nicht Profifußballer werden. Ich wollte eigentlich Journalist werden, habe Journalismus studiert, war dann auch beim Palestra Fußballmagazin Redakteur und habe das beim FAC eher so als Nebenjob neben dem Studium gehabt und das war dann ein bisschen so die, ich sag, die Fügung, genau wie ich mein Studium fertig war, dass wir aufgestiegen sind in die zweite Liga und das dann quasi mein Hauptjob geworden ist und ja, ist aber natürlich auch eine sehr schöne und coole Geschichte quasi, gestalten zu können und quasi Dinge verändern zu können und quasi nicht nur zu berichten. Und so quasi den Blick ins alte Leben als Journalist habe ich noch, wenn ich halt quasi für uns für die Website was schreibe oder irgendwie Pressekonferenzen moderiere oder wie auch immer. Deswegen passt das eigentlich ziemlich cool von der Mischung. Wollte ich ja sagen, du stehst ja auch hin und wieder auf der Bühne, gemeinsam mit Christian Ebenbauer des Öfteren, haben wir auch den Fotobeweis natürlich mitgebracht. Gemeinsam auch mit Admiralgeschäftsführer Jürgen Irsiegler in diesem Fall. Genau, aber die Auftaktpressekonferenz, wo wir alle Trainer und Kapitäne jedes Jahr begrüßen dürfen und dann eben auch so den organisatorischen Part mitnehmen. Und ja, um die quasi Fußballfragen kümmern sich dann immer die Kolleginnen und Kollegen von Sky. Und ich mache am Anfang das Organisatorische und im Winter haben wir dann die Sportdirektoren zu Gast und da mache ich dann alles selber, was einfach eine coole Aufgabe ist, irgendwie so in 12 Clubs einzutauchen, schauen, was hat sie getan, Fragen überlegen. Deswegen ist heute eine Abwechslung einmal, dass mir die Fragen gestellt werden, dass ich nicht weiß, was kommt. Weil normal weiß ich schon immer, was die nächste Frage ist. Ja, wir wissen es auch nicht, was kommt. Aber Christian Ebenbauer war auch schon hier zu Gast bei uns in der Admiral Sportschau. Und da gibt es die Frage von 1 Chris 2 3. Wie schaut die Zusammenarbeit mit Herrn Ebenbauer aus, fragt er. Prinzipiell natürlich ganz eng. Also Christian ist unser Gesicht nach außen, ist der Vorstand, der auch dann schlussendlich entscheidet und Dinge kommunizieren muss. Aber klar ist halt auch, es kann ihn nicht jeder Journalist direkt anrufen, weil es ist, sag, wenn man bei einem kleineren Club ist, ich kenne es nur, dass 2, 3, 4, 5 Journalisten über dich berichten. Das geht vielleicht sogar irgendwie noch, dass du den Trainer dann zu jedem durchstellst oder den Manager oder wie auch immer. Wenn man jetzt so dran denkt, halt Bundesliga ist österreichweit, das heißt, du hast in jedem Bundesland 2, 3 Zeitungen, 2, 3 Radiostationen, Online-Medien. Also wir reden von hunderten Journalisten, die über die Liga berichten, die einfach in erster Linie mal alle zu meinem Kollegen und mir kommen. Und da ist einfach wichtig, quasi Dinge für ihn vorzubereiten, teilweise direkt beantworten zu können. Und klar, der Draht ist ein sehr enger und ja, wir hören und sehen uns jeden Tag und ist glaube ich, sicher so, wo ich sag, mit meinem Pressesprecherkollegen und mit Christian ist sicher die, wo wir so den meisten Kontakt haben unter einem Tag. Steve Marek fragt den Herrn Slezak, wie gehen Sie mit Skandalen bzw. kontroversen Nachrichten der verschiedenen Clubs um? Stichwort Krisenkommunikation ist ja, denke ich, auch etwas, was jetzt, sei es in diesem Fall eben etwas Vereinsbezogenes oder eben auch Corona, etwas, was dann alle Clubs betrifft, was ja nicht so leicht zu handhaben sein wird. Ja, ich meine, das Spannende ist sicherlich, dass fast jede Krise bei einem Club gleichzeitig auch so eine Bundesliga-Krise ist. Ich sage immer, das Einzige, was uns relativ egal ist oder wo kaum jemand zu uns kommt, sind quasi sportliche Krisen. Also wenn ein Club 4, 5, 6 Mal verliert, dann ruft keiner bei mir an und sagt, was sagt die Liga zur Niederlagenserie vom Verein XY. Aber sonst anders, wenn du jetzt hast, ich sage jetzt irgendwas aus Richtung Fans benehmen sich nicht so, wie es sein sollte, finanziell passt irgendwas nicht, der Verein kriegt die Lizenz nicht, ein Stadion passt nicht, dann ist relativ schnell immer gleich der Anruf bei uns, wo es darum geht, was sagt die Liga dazu? Also das ist so, sage ich, die Frage, die ich wahrscheinlich am häufigsten höre, was sagt die Liga dazu? Und da muss dann, sage ich mal, sehr breit aufgestellt sein. Und das ist aber das Spannende an meinem Job, dass ich eigentlich mit allen
Fachkolleginnen und Kollegen im Büro einen sehr engen Austausch habe und einfach durch die Vielzahl der Anfragen mit den unterschiedlichen, sage ich, Seiten, die man beachten muss, dann ja, viele Themen bearbeiten darf und eigentlich auch kein Tag einem anderen gleicht, sondern du weißt halt nie, was kann jetzt dann Neues dazukommen, und dann kannst du Dinge überlegen und musst halt schauen, das bestmöglich zu lösen, auch mit den Clubs gemeinsam zu lösen, weil es ist ja wichtig, dass man nicht nur über einen Club spricht, sondern dann auch mit dem Club und sagt, hallo, was ist da wirklich passiert, wie seht ihr die Sache, gibt es noch Infos, die wir euch sagen können, die wir brauchen von euch, also da ist jetzt da natürlich auch der Draht zu den Clubs sehr, sehr enger. Weil ja auch in gewisser Weise Interessensvertretung, kann man ja sagen, für die Clubs. Natürlich, also als Liga, du hast zwei Aufgaben, das eine ist ein bisschen so Bewerbshüter, das ist das, dass wir schauen, dass die Regeln eingehalten werden, weil sie eben für jeden gleichermaßen gelten. Und auf der anderen Seite bist du aber auch Dienstleister für die Clubs und musst sagen, okay, wir arbeiten Dinge für euch, wir unterstützen euch. Und Liga ist ja so, die Clubs geben sich ja eigentlich selber die Regeln. Also die Entscheidungen, die bei uns getroffen werden, die treffen die Clubs. Die treffen nicht wir in der Geschäftsstelle, sondern die Clubs beschließen gewisse Dinge und beauftragen dann quasi mehr oder weniger uns, dass wir darauf schauen, dass das alles eingehalten wird, was natürlich kommunikativ das eine oder andere Mal dann interessant und herausfordernd ist, aber es funktioniert dann im Zusammenspiel mit den Clubs auch meistens sehr, sehr gut. Und hast du dabei auch noch Zeit für Hobbys oder dergleichen, möchte Daniel wissen? Ja, sagen wir so, es hilft schon, wenn Fußball auch dein Hobby ist. Also wenn du jetzt sagst, du würdest da die Spiele sowieso auch privat anschauen, dann hilft es schon ein bisschen so für die Work-Life-Balance. Nein, aber ja, gibt schon noch, es gibt stressigere Phasen, aber es ist auch Zeit zum Reisen, zum Lesen tue ich sehr viel. Also da muss man das irgendwie schaffen, dann auch die Zeit, eben wenn du nach Tirol zu einem Club fährst und dann halt Samstag am Abend heimfährst, dass das vielleicht halt mit dem Zug ist und dann schaust du eine Serie nebenbei oder liest was und ja. Das oder Admiral Sport Show E-Live oder als Podcast. Oder als Podcast, ja, uns gibt es ja auch als Podcast. Rapidrian fragt, bezogen auf den Bundesliga-Modus, erfüllt die Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang die Erwartungen? Aus unserer Sicht bis jetzt absolut. Ich glaube, man sieht es an den Zuschauerzahlen, die einfach deutlich höher sind, als es noch vor der Reform war. Man sieht es auch jetzt, wie spannend einfach die Liga ist, wo du in der Meistergruppe hast du eigentlich überall so zumindest diesen Zweikampf um Platz 1, 3, 5. Schauen wir, was sie noch verschiebt. Unten dasselbe. Klar, es ist ein Eingriff ins Sportliche, das ist unbestritten. Das war aber damals, und so wie ich es gesagt habe, die Clubs machen die Regeln. Die Clubs haben sich damals dazu committed, haben gesagt, okay, wir wissen, es wird halt die eine oder andere Saison vielleicht anders ausgehen, als das eben ohne Punktehalbierung wäre. Aber es ist für alle Clubs quasi davor klar. Ja, aktuell sind wir auch dabei, den Ligamodus zu evaluieren. Muss man schauen, ob die Clubs quasi dieses Spannungselement weiterhin haben wollen, ist dann am Ende des Tages ihre Entscheidung. Aber ich glaube jetzt so, wenn man sich einfach so die Attraktivität anschaut, wie lang sich gewisse Entscheidungen hinauszögern, wie spannend es ist, wie viele Leute in die Stadien kommen, ist das, hat sich das aus meiner Sicht bis jetzt bewährt. Ja. Bis 2025, 2026, glaube ich, ist noch der laufende Modus. Genau, laufender Modus, quasi gekoppelt an den TV-Vertrag. Und ja, das ist quasi die Geschichte, wo man jetzt über die Dinge ab 26, 27 spricht. Der pinke Kaktus auf Twitch schreibt, heute ist wirklich leiwand. Sehr interessant. Und sehr interessant ist auch ein gutes Stichwort, glaube ich, für den Bundesliga-Campus, dem du seit ja, 4 Jahren fast als Leiter vorstehst. Was hat es, einfach gefragt, damit auf sich? Bundesliga-Campus ist in Wahrheit eine Sportmanagement-Ausbildung, die wir als Liga anbieten. Gibt seit 1996, hat früher geheißen Sportmanagement-Akademie. Wir haben das Ganze dann ein bisschen so ein Rebranding unterzogen vor 4 Jahren, haben einerseits halt den Namen geändert, das Erscheinungsbild aber auch inhaltlich ein bisschen, sage ich mal, in die 2020er Jahre geholt, das Ganze mit, sage ich jetzt, Social Media, mit Spieltagsorganisation als Inhalte. Aber in Wahrheit ist es eine sehr praxisbezogene Sportmanagement-Ausbildung mit eben dem Fokus auf Fußball, wo wir viele Vortragende direkt aus dem Fußball haben und wo es darum geht, dass wir einerseits Clubmitarbeiter weiterbilden, die jetzt schon im Fußball sind, aber auch dem einen oder anderen Quereinsteiger quasi die Chance geben, dass man sagt, komm dazu, hol dir diese Ausbildung und vielleicht schaffst du eben dadurch den Sprung dann quasi zu einem Club oder zu einem Verband. Und auch du bist ein Vortragender, wie die Fotos jetzt auch bestätigen werden. Ist aber, nehme ich an, nicht immer unter Anführungszeichen nur Frontalunterricht, sondern es wird auch, wie du gemeint hast, viel praxisbezogen dann auch sein. Genau, und von dem lebt das Ganze auch. Also wir haben da immer so maximal 20 Personen, die diesen... Und prominente Absolventen, und wenn ich unterbrechen darf. Genau. Steffen Hoffmann. Genau, Steffen ist Legende.
ein Beispiel für einen Spieler, der am Ende seiner Karriere sagt, ich will jetzt ins Management wechseln, habe jetzt aufgrund meiner Profikarriere dann nicht die Zeit gehabt, das Studium zu absolvieren. Und da ist das, glaube ich, ein sehr cooler Crashkurs. Also ich kenne es selber noch, ich darf jetzt nicht nur vortragen, sondern ich bin auch Absolvent, habe das Ganze 2015 gemacht und das war eben die Zeit, wo ich gesagt habe, du kommst mit dem FAC in die zweite Liga. Bin damals sehr, sehr jung eben Clubmanager geworden. Habe jetzt keine Management-Ausbildung gehabt, sondern halt Journalismus und habe dann relativ schnell gewusst, okay, ich brauche jetzt einen Crashkurs, damit ich halt den Verein irgendwie halt ja wirklich auch unterstützen kann und da was weiterbringen und da brauchst du auch das fachliche Know-how. Und für, sage ich jetzt, also junge Mitarbeiter, die sich ein bisschen breiter aufstellen wollen, ist das, glaube ich, eine richtig, richtig gute Sache. Ich glaube, zum Ablauf wolltest du zuvor noch was sagen mit 20 Modulen? Genau. Maximal 20 Kolleginnen und Kollegen nehmen wir auf. Und ist so, dass wir natürlich extrem viel in Kleingruppen machen, wo wir sagen, irgendeine Case Study gemeinsam arbeiten. Oder ich kenne es jetzt eben von meinem Modul, von Pressearbeit, wo wir dann sagen, wir haben einen fiktiven Verein und da haben wir mal einen ganzen Tag ein Krisenszenario, das sich immer weiter aufbaut. Und sie müssen dann immer wieder vor die Kamera treten, müssen Pressekonferenzen geben, Radiointerviews, Fernsehinterviews. Und das ist quasi wirklich, dass man sagt, okay, es geht um die Praxis. Es geht also alles, was inhaltlich ist, man kann es nachlesen. Ein bisschen Theorie ist wichtig, um das Ganze einzuordnen, aber dann vor allem praxisbezogene Übungen. Jetzt schreibt Stylebender 10, so ein Kurs würde mich schon sehr interessieren. Und du hast gerade gesagt, 20 Teilnehmer pro Jahrgang. Ja. Und vor allem, wie lange dauert so ein Ausbildung? Hat es dann auch mit den, also müssen die aus der Bundesliga kommen oder kann dann unter Anführungszeichen sich jeder Interessierte auch? Also Kollege Stylebender kann sich gern bewerben, also freuen wir uns natürlich. Also der Kurs dauert 14 Monate und der nächste beginnt jetzt im Herbst und wir haben jetzt gerade die Bewerbungsphase, läuft bis 15. Mai. Wenn es mich interessiert, auf bundesliga-campus.at einfach einmal reinschauen. Und in Wald bewerben kann sich einfach einmal jeder. Also das habe ich vorher gesagt, wir haben immer wieder 2-3 Quereinsteiger, denen wir auch die Chance geben wollen. Und das funktioniert auch teilweise sehr, sehr gut. Also ich denke jetzt an den vorletzten Lehrgang, da war der Lukas Knauer, der schon bei euch auch zu Gast war. Mittlerweile Kapfenberg-Geschäftsführer, war damals eigentlich so ein sehr junger Student, Sportmanagement studiert am Ende seines Studiums und hat gesagt, er würde das gern machen, hat damals beim GRK schon ein bisschen hineingeschnuppert und wir haben gesagt, okay, passt, machen wir, finden wir gut und er ist dann in Wald fertig geworden und hat quasi das Angebot bekommen, bei Kapfenberg Clubmanager zu werden und ist für uns, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, eben auch für einen, der schon ein bisschen im Fußball war, aber trotzdem noch aus unserer Sicht halt eher Quereinsteiger, dass der Einwald diese Chance genutzt hat und mittlerweile seit 3 Jahren quasi in der zweiten Liga als Geschäftsführer tätig ist. Das heißt, eine gewisse Ambition, um dann auch danach in diesem Business zu arbeiten, soll man schon auch mitbringen dann trotzdem. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Nein, es kann ja sein, dass du dich das nur so interessiert, dass du die Einblicke gewinnen möchtest, das lernen möchtest, aber... Ja. Nein, also ich glaube, Sinn und Zweck des Ganzen ist natürlich schon, dass man nachher im Fußball auch arbeitet. Ist aber so, dass wir auch diese Erwartungshaltung abfragen, nämlich in die eine wie in die andere Richtung, weil das, was du jetzt geschildert hast, war jetzt so einer, der sagt, okay, das interessiert mich halt. Ne? Wäre ja auch berechtigt eigentlich. Ist prinzipiell berechtigt, ja, aber es gibt halt auch andere, wo ich sage, kommen vielleicht noch nicht aus dem Fußball und dann sagst, was möchtest du eigentlich erreichen oder was erwartest du dir von dem Kurs? Und der sagt, naja, nachher Sportdirektor bei einem Fußballverein oder bei einem Bundesligaverein wäre schon gut. Und du sagst, wird vielleicht ein bisschen schwierig, wenn du jetzt davor nirgends warst und keine Trainerausbildung nicht gespielt hast, da wird dich jetzt keiner nachher direkt nehmen. Du kommst vielleicht in eine Sportabteilung hinein, dass du da mal die Nummer 2, 3 bist, aber du kannst jetzt nicht rausgehen und sagen, ich werde jetzt Sportvorstand, wenn ich vorher noch nie was in die Richtung gemacht habe. Also das ist schön, wenn es funktioniert, aber das sollte, glaube ich, dann nicht die Erwartungshaltung sein. Aber ich glaube, wir haben schon ein paar Quereinsteiger bzw. Interessierte finden können, auch auf Twitch, da Felix 144 bzw. F3, Lix 144 und auch auf YouTube. Also sehr interessiert die Community am Bundesliga Campus. Gibt also eben noch die Möglichkeit, sich anzumelden, wie wir gesagt haben. Also bis 15. Mai einfach bundesliga-campus.at einfach einmal reinschauen, da sind alle Informationen. Sehr gut. Naja, vielleicht kommen ja einige von der Avra Sportshow dann in deinen Campus-Kurs dann, Medienmanagement oder wie genau heißt dein Modul? Genau, ist Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Presse, genau. Aber was, vielleicht? Wo die Krisen dieser Welt dann durchgespielt werden. Genau so ist es. Keine Krise ist unser 60-Sekunden-Format, das wir seit ein paar Wochen auf die Bühne bringen. Die Antworten, ob es eine Krise wird. Ich glaube, es wird keine Krise, aber
Ich nehme an, du weißt, was dich erwartet. 60 Sekunden Schlesack heißt es heute natürlich. Wunderbar. 60 Sekunden, also eine Minute und du antwortest so kurz und bündig wie möglich. Damit die Fragen. So viele Fragen wie möglich ausgehen am Ende und dann schauen wir, ob wir dich genau. ein bisschen besser kennenlernen. Kathi, du stellst, hätte ich gemeint, die erste Frage okay. und sobald du die erste Frage gestellt hast, tickt auch die ja. Uhr. Alles klar. Erste Frage kommt jetzt. Dein Lieblingsessen? Oh, Wiener Schnitzel von der Oma. Was schaust du im TV, wenn nicht Fußball läuft? Serien auf Netflix meistens. Welche Serie am liebsten? Aktuell ist Reacher, nicht auf Netflix, aber aktuell so zum Abschalten. Wie viele Stunden pro Tag bist du am Smartphone? Zwischendurch immer wieder. Ich sage so eine 3 Stunden oder so, wenn man es alles zusammenzählt dann. Aber ja, also ich bin jetzt kein klassischer Instagram-Scroller, also das nicht. Welche App verwendest du am häufigsten? Leider Outlook. Oder wenn ich mein Auto fahre, Audible, also Hörbücher. Sommerpause oder Winterpause? Winterpause, weil es ruhiger ist bei uns. Sommerpause ist ziemlich durchhackeln. Wann hattest du das letzte Mal Herzklopfen in der Admiral-Bundesliga? In der Admiral-Bundesliga? Boah. Ich sage schon, Meisterfeiern sind immer was ganz Besonderes. Und ich glaube, Meisterfeier Blau-Weiß Linz, weil vorher ein Kollege geschrieben hat, ist von dort. Das war so eine Last-Minute-Entscheidung, wo ich in Linz vor Ort war. Das war schon geil. Ja, das war's. 60 Sekunden. Und so schön hätte ich da noch stehen gehabt. Lieber die letzten 50 Jahre Bundesliga hautnah miterleben oder die nächsten. Kann sie nicht mehr stellen, die Frage. Das ist hypothetisch. Also. Aber in der Zukunft spielt die Musik dann irgendwo ja doch auch. Es ist schon im Chat auch geschrieben worden vom Hell of a Corner heute. Ja, guck mal. Dass ich da mit den Preisen nicht durcheinander komme. Diese Retro-Weste. Ja. Kathi hat schon auf Material, auf Kragenweite, auf alles Weitere getestet. Stiftung Wellebau hat es für gut befunden, glaube ich. Genau, mit dem BL50. Und das Ganze kann man natürlich nicht kaufen. Ja, das kann man nur hier gewinnen, diese Retro Edition. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen. Gibt es einen Grund, warum genau in diesem Bordeaux-Rot die Bordeaux-Rot, Farben Bordeaux-Rot, ja, lernen wir. Also prinzipiell die Farben der Liga sind rot-weiß. Natürlich an Österreich, an die Farbe angelehnt. Und wir haben gesagt, quasi es soll ein bisschen was Edles sein, um so das Bundesliga-Jubiläum irgendwie wieder zu spiegeln. Und dann haben wir gesagt, gehen wir so auf Bordeaux-Rot, weil es halt eine Spur edler ist als das klassische Bundesliga-Rot. Sehr cool. Und auch die diese Tasche zwei dazu. Dinge wird gemeinsam mit 10 Euro Admiral Wettguthaben jemand von euch gewinnen. Und das Gute daran jetzt gleich. Also gerne hineinschreiben, wer jetzt im Hell of a Corner gewinnen wird. Unser Gast Matthias Lesak oder Team Sportschau. Wir sehen uns da drüben. Ja, willkommen zurück. Jetzt nehme ich schon die Tasche mit. Wenn Benni gefällt so gut, weil das steht da will ich die 3 Punkte für den Sieg. Oder ein mir, Bordeaux steht ihm auch, gell? Benni kann alles tragen. Ja, danke. Wir sind jetzt hier im Tipp-Tick-Spiel. Benni, ich würde sagen, du erklärst uns ganz kurz, was erwartet uns jetzt? Muss man Tipp-Kick eigentlich erklären, Matthias? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. In einer jüngeren Zielgruppe vielleicht, ja. Meinst du? Bei uns geht es das wahrscheinlich. Klassiker, oder? Genau. Ein Tormann, ein Feldspieler, ein Ball, der weiß-schwarz ist. Jedes Team ist eine Farbe. Und wo der Ball hinfällt, der darf schießen. Welche Farbe willst du sein? Nachdem ich weiße Maxel habe, nehme ich schwarz beim Ball. Okay, passt. Dann sind wir weiß. Und ihr jetzt, oder? Ja, ganz kurz, weil ich habe mir gedacht, weiß, du nimmst weiß, aber man lernt nie aus. Ein bisschen um die Ecke denken schadet nie. Aber die Frage, wir haben vorher kurz überlegt, ob wir die Elfmeter-Edition machen sollten, damit wir mehr Spannung reinbekommen. Möchtest du das oder wollt ihr lieber klassisch Tipp-Kick spielen? Das können wir klassisch spielen. Klassiker. Okay. Ein klassisches Spiel, klassische Regeln. Spielen wir mal bis 3. Falls es zu lang dauert, wird sich die Regie zu Hupe melden, falls man das so sagen darf. Falls der Dinosaurier noch herumtanzt. Und dann schauen wir, wer da gewinnt. Also, beginnen darfst natürlich du. Vielen Dank. Als Gast. Kathi, soll ich ins Tor? Ja, bitte. Möchtest du schießen dafür? Kathis Taktik kenne ich. Sie versucht mit Schüssen aus der Distanz. Ja, wenn schon, denn schon. Volles Risiko. Kathi? Okay. Wenig Ballbesitz für die Liga. Das ist schwierig. Jetzt stehe ich richtig blöd. Oh, geht das schon? Ja, das geht. Weil bist du noch weiß. Aber du bist noch dran. Ah, oh Gott. Tipkick ist leider nicht meine beste Stärke. Du musst mehr wir müssen es mehr spielerisch probieren, Kathi. Hey, wir können auch draußen, dass du spielst, ich im Tor bin. Probieren wir das mal.
Also ich glaube, wir spielen bis 1. Ja, beantwortet ja. Er nach dem Schuss. Wie gesagt, oh. Die spannende Elfmeter-Edition wurde ja abgelehnt hier. Ja, du weißt ja nicht, wie spannend die gewesen wäre. Nochmal. Hast du da eine gewisse Taktik, wie du vorgehst? Ja, Aufsitzer funktionieren relativ gut, weil sie verspringt dann. Ah, schwarz. Ja, sind wir. Darf ich schon herstellen, oder? Nein, im Strafraum nicht. Im 16er ist es erledigt. Wir werden ein Tor man auch noch. Ah. Schwierig. Ich putze mal aus, Kathi. Ist das okay? Ja, ja, passt. Man muss dazu sagen, Benjamins große Leidenschaft ist der Tippkick. Ja. Bevor er verraten, früher samstags, vormittags, wenn es geregnet hat, ein trister Samstagvormittag ohne Tippkick war ein verlorener. Wie oft hast du früher Tippkick gespielt? Das war ein klassisches Weihnachtsspiel mit meinem Vater und ja, mittlerweile im Büro am Feierabend ab und zu. Ich glaube, wir spielen bis 1, oder? Ja, ich glaube so, nächstes Tor gewinnt. Passt. Regie, könntest du die Hupe wieder einpacken? Die längste Sendung aller Zeiten. Genau, das könnte noch länger dauern. So, Kreuzig ist frei, gell? Kopfball. Ja, das könnte sich hier nur um Stunden handeln. Nein! Ja. Das wäre die große Torschance gewesen. Sucht's mit Gegenpressing, der Kollege ja, da. Kannst du, möchtest du die Ecke in die Mitte bringen? Nein. Oh, okay. Nein? Ich probiere es. Ich probiere es. Ah. Ja, das war ein kurzer Versuch. Ja, es war sehr fair von dir. Ja, es ist fair play. Sehr, sehr, sehr gastfreundlich. Aber ich finde es gut, dass der Tormann nach vorne auch kann. Ja. Das kann nicht jedes Tippkick. Beste Chance im Spiel. Ja, schlechte Rasenqualität. Versprungen. Ja. Ach so, schwarz. Oh, jetzt haben wir es aus. Hey, nee, das war routiniert. Heute noch. Gratuliere. Gratuliere, verdient gewonnen. Und dann musst du die Tasche nehmen, um die 3 Punkte einzupacken. Aber jemand von euch nimmt sie auch. Genau, wir schauen nämlich jetzt, wer von euch richtig getippt hat auf Team Gast oder Team Sportschau. Und wer sichert sich jetzt die 10 Euro plus die Tasche plus die Jacke, das schauen wir gleich. Ein spannendes Duell war das. Dramatisch bis zum Schluss. Gratuliere zum Sieg. Dankeschön. Du hast gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, wer sich da die 10 Euro Wettguthaben plus das Package, das Retro-Package sichert. Und zwar ist der oder die Gewinnerin von Wettguthaben von Weste plus Tasche von Twitch, weil da kann man auch zuschauen, Blue Power HD. Herzlichen Glückwunsch. High Definition. Ja? Ja. So auch deine Spielweise da drüben, glaube ich. Ist gelobt worden im Chat. Aber Marco hat geschrieben, kapier die Regeln nicht, wie die spielen. Ich habe es oft auch ohne Spieler am Feld gespielt in der Verteidigung. Gibt's auch. Wirklich? Dann fallen mehr Tore wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Schade, dass wir. Ich habe auch schon diverse Versionen gesehen, weil Christian Ebenbauer hat das auch irgendwie als Kind schon gespielt und so duellieren wir uns da. Und der hat mir auch irgendwie andere Regeln gesagt, aber das war jetzt so die. Die offiziellen Tipp-Regeln, wenn man es nachlässt. Wenn du damit gewonnen hast. Genau. Ja, dann sowieso. Viel Freude jedenfalls an den Blue oder Power. Die ehrenwerten Blue Power HD. Yes. Screenshot schicken, haben wir das schon gesagt? Nein, muss man sagen. Dann sagen wir es jetzt an sportschau@admiral.at bitte von deinem Twitch-Profil im konkreten Fall. Dann gehen diese coolen Dinge gemeinsam mit 10 Euro Admiral-Wettguthaben an dich. Schade, dass man die Jacke nirgends kaufen kann. Find die voll schön, schreibt die Tamara. Können wir da nichts machen, dass man die kaufen auch kann? Nein, kaufen wird, glaube ich, schwierig. Haben wir gesagt, das darf man wirklich relativ klein und exklusiv halten. Und ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Fans es dann gibt, die wirklich Bundesliga-Merchandise kaufen. Aber bei der NHL funktioniert es ja auch. Deshalb vielleicht ist es quasi ein Expansionsfeld für die Zukunft. Aber es gibt es ja auch, hast du vorher schon gesagt, auch bei den Clubs zu gewinnen. Genau, also am besten reinschauen am Wochenende. Jeder Club macht mit beim Gewinnspiel und wird da auch ein Retro-Package verlosen, also da gibt es nur die eine oder andere Möglichkeit. Die Weste kommt echt gut an. Leibi schreibt nämlich auch, so eine Weste hätte ich auch sehr gerne. Und Admiral schreibt auch, würden wir auch gerne behalten. Jorge sagt, die Weste schaut Baba aus. Also da gibt es auch ganz viel Lob. Baba und, heißt das? Ja, Baba, wenn es cool ist. Also ich habe gedacht, so eher ja, Papa. Nein, Baba, ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Das ist so cool, ne? Und Steve sagt, die Jacke muss bitte in den Verkauf, ja? Direkt von der Admiral Sportshow Community weitergeleitet. Haben wir jetzt somit erledigt. Was ich versprechen kann, ist, ich kann euch für die nächste Sendung noch eine Jacke schicken. Also einfach bei der nächsten Sendung wieder einschalten und dann könnt ihr es zumindest dort wieder gewinnen. Sehr cool.
Also wäre ein großer Fehler, wenn wir jetzt sagen würden, nicht einschalten. Nicht durch. Also unbedingt nächsten Donnerstag natürlich auch wieder mit dabei sein. Ja. Durchschnaufen. Gibt es noch Code heute für die Europa League? Code, Matthias, gibt es keinen, aber eben es gibt noch die Möglichkeit auf 50 Euro Admiral Wettguthaben und den anderen großen Hauptpreis. Davor möchte ich, Matthias, mit dir noch kurz über die Ziele der Bundesliga auch sprechen. Mhm. In ein paar kurzen Sequenzen. Es heißt ja oft, man ist vielleicht ein bisschen auch Ausbildungsliga dann, wenn die großen Stars nach England, Deutschland transferiert werden. Ist das auch das Standing, das man sich selbst zuschreibt oder würdest du sagen, ist man schon mehr? Mittlerweile ja, Ausbildungsliga, und mittlerweile wird es auch aus meiner Sicht nicht mehr so negativ gesehen. Also wenn ich da so 10, 15 Jahre zurückdenke, da war so das Thema Ausverkauf der Liga. Und ich habe jetzt auch einmal einen alten Zettel von einem meiner Vorgänger gefunden, wo so das Thema war Ausverkauf der Liga, wie kann man es kommunikativ anders gestalten? Und damals haben sie so ein bisschen die Botschaft gestaltet, so man sieht vielleicht bei uns keine aktuellen Champions-League-Sieger, aber die Champions-League-Sieger von morgen. Und das ist was, wenn ich jetzt so zurückdenke, das war so 2013, 14, und wenn ich schaue, was seitdem passiert ist, Sadio Mané, Erling Haaland, Oliver Glasner, der die Europa League gewinnt, Martin Hinteregger, also das war damals irgendwie vielleicht so ein bisschen ein Ziel, wo man sagt, sehr ambitioniert eigentlich, aber rückwirkend gesehen ist das jetzt was, was einfach nicht übertrieben ist. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist alles außer England mittlerweile Ausbildungsliga, weil wenn England sagt, bitte kommen und mit dem Scheckbuch wache, dann gehen auch die Spieler aus Italien und aus Deutschland hin. Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr gute Rolle, die wir im Moment haben und die wird auch angenommen von den Clubs. Mit dem Scheckbuch wurde, ich habe es eingangs erwähnt, auch in Richtung Salzburg gewackelt, anlässlich der Club-WM. Da war ganz am Anfang auch die Frage aus dem Chat, wie ihr das als Liga seht. Ist das schon ein Upgrade auch für die gesamte Liga, so eine Teilnahme? Natürlich. Also ich sage, das eine ist einfach so, dass man sagt, das sind die besten Vereine der Welt, noch einmal komprimiert eben. Und dann hast du einen österreichischen Verein dabei. Also wenn man sich anschaut, welche Länder das sind, du hast eigentlich nur die großen fünf, ich glaube zwei aus Portugal und Österreich. Also das ist schon sehr cool, wenn man da in dieser, sage ich jetzt mal, Gesellschaft da mit dabei ist. Und deswegen, klar, kann man den Kollegen aus Salzburg nur gratulieren und auch alles Gute wünschen. Auch etwas, was man sicher vor ein paar Jahren vielleicht nicht gedacht hätte, dass man da auf einmal im Konzert der ganz Großen dann auch aufgeigt. Glaube ich auch, aber haben sie sich auch selber erarbeitet, so über die Jahre, wenn ich zurückdenke, wie oft sie dann auch in der Quali noch zuerst gescheitert sind und dann quasi mit den Leistungen in der Europa League den Champions League Fixplatz erarbeitet und eben jetzt in weiterer Folge dann sogar diese Teilnahme, ist schon ja, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Rapidrian möchte was wissen, Katja, und ich glaube, du hast dir die Frage auch schon markiert, um sie unbedingt zu stellen. Ja, er fragt mich, welche Veränderungen wünschen Sie sich in den nächsten 10 Jahren für die Bundesliga und vielleicht auch Stichwort zweite Liga. Gibt es da geplant mehr Zusammenarbeit? Was ist da so der Plan? So, Bundesliga, glaube ich, funktioniert relativ gut im Moment. Ist so, dass wir uns wirklich wünschen, dass der Zuspruch der Fans so weitergeht, weil es wirklich so ist, dass wir jetzt, glaube ich, 20-25% mehr Fans in den Stadien haben, als das noch vor der Reform teilweise war. Immer ein bisschen abhängig, welcher Club, aber das ist echt so, der Schnitt geht rauf und wenn alles gut geht, werden wir den dritthöchsten Schnitt seit Bundesliga-Gründung dieses Jahr haben. Wohlgemerkt eben mit 12 Clubs und nicht mit 10. Deswegen glaube ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, auch was die Infrastruktur betrifft. Also da ist extrem viel entstanden. Auch extrem viel noch in Planung und ich glaube, dass wir uns da wirklich sehen lassen können mittlerweile. Zweite Liga ist so, dass da gerade evaluiert wird, wie man weitermacht. Wir haben jetzt 5 Jahre mit dieser 16er Liga gespielt seit der Reform. Gibt, sage ich, immer Vor- und Nachteile, sei es mit 10 Clubs, mit 12 Clubs, mit 16 Clubs. Gerade zweite Liga, wenn man ein bisschen zurückschaut, historisch, 50 Jahre, da hat es sehr viele unterschiedliche Modi gegeben, dürfen Amateurteams mitspielen oder nicht. Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansätze, aber ist auch was, wo wir jetzt mit den Clubs aktuell sprechen und da natürlich auch schauen, dass es quasi einen sehr, sehr guten Unterbau für die Bundesliga gibt, weil um das geht es ja dann, das ist einfach die zweite Liga ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, einerseits für Clubs, aber natürlich auch für Trainer und Spieler ist, dass man sagt, auf hohem Niveau da weiterentwickeln und deswegen ja, wird man da schauen, dass man da eine gute Lösung findet. Die wird es mit Sicherheit auch geben. Leibe 91.14, super Talk hier. Ace Pink Cactus, mega Show heute. Und dann suche ich noch einen Chat-Eintrag, Kathi, der betrifft dich. Und das süßeste Lächeln in jeder Show.
herzlichen Glückwunsch zum süßesten Lächeln in jeder Show. Dankeschön, Steve. Mir ist nur gerade aufgefallen, weil ich gerade auf TikTok reinschaue. Wir müssen unsere TikTok-User noch mitnehmen, weil die schauen nämlich noch zum Tippkick. Die schauen noch also zum Tippkick. Genau, alle, die jetzt bei TikTok dabei sind. Das ist aber ein tristes Bild. Die sehen ein leeres Tippkick hier stehen. Jetzt sind sie wieder zurück. Hallo an alle TikTok-User und Userinnen. Oh, da gibt es ein Herz von Lukas 99. Ein relativ bewegungsames Spiel die letzten 5 Minuten im Hell of a Corner gewesen. Aber jetzt sind sie zurück, die TikTok-Community ist wieder da. Ja, da gehen wir ja auch Woche für Woche viral auf TikTok, das natürlich. Hast du genau im Blick. Natürlich. Deswegen TikTok folgen, Instagram, YouTube und natürlich unseren Admiral Sportshow Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und überall. Auf TikTok ist jetzt das alles schon eingeblendet, einfach überall folgen, liken. Und die Tipps da lassen für den Admiral Bundesliga Sixpack. Zu dem kommen wir jetzt auch noch, wenn wir schon so schön über Zukunft gesprochen haben. Kathi, wie sehen deine Tippfertigkeiten so grundsätzlich aus in letzter Zeit? Eigentlich ganz okay, ganz okay. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Dann lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Ja, mach das. Soll ich mich durchtippen oder hast du Selbstvertrauen? Mach das, tipp du dich durch, aber bevor wir tippen, würde ich sagen, wiederholen wir noch einmal unser zweites Gewinnspiel. Es gibt nämlich dieses XL-Bundesliga-Package, weil ihr könnt währenddessen, während Benni hier tippt, noch mitspielen. Einfach reinschreiben, was ist euer Highlight aus den letzten Jahren? 50 Jahre Fußball-Admiral-Bundesliga. Und zu gewinnen gibt es zum Beispiel diesen Retro-Ball mit dem 50-Jahr-Logo. Müssen wir mal hier in die Kamera halten. Der ist nämlich richtig cool. So, sieht man das? Ja. Eine Wuchtel wie früher, Matthias. Genau. Und was gibt es dann noch? On top. Das Tippkick natürlich. Das Tippkick. Bennys Lieblingsspiel Tippkick gibt es dazu. Und on top noch was? Das klingt aber dann doch irgendwie wieder trist, wenn ich immer nur Tippkick spiele, so ein Gelatier. Für deine Leidenschaft. Du kannst doch sehr, sehr gut. Plus, was gibt's on top, Benny? Es gibt ja nämlich 50 Euro Admiral Wettguthaben. Und jetzt tippen wir uns aber durch, Kathi. Genau, und jetzt tippen wir uns durch. Starten wir mit der ersten Partie 19.30 Uhr. Morgen Freitag Sturm gegen Rapid. Morgen geht's schon los. Yes. Quote Sturm 1,8, Rapid 4. Ich halte es mit den Buchmachern 2-1 Sturm. Da schließe ich mich natürlich nicht an. Ich sage natürlich Sieg Rapid. Das überrascht mich aber jetzt. Für meinen Lieblingsverein. Ich würde tippen 2-1 Rapid. Ja, und jetzt ist das wieder Sturm. Du wolltest nur hier deine Meinung ganz kurz kundtun. Ich verstehe es, okay. Sturm zuletzt hat 3-1 gewonnen in Hartberg und Rapid 1-1 gegen Klagenfurt. Da warst ja du auch zugegen im Stadion. Das stimmt. Samstag 17 Uhr. Genau, da geht's weiter. WAC gegen Austria Lustenau. Knapper Heimsieg 1-0 für den WAC. Kurz und bündig. Ja. Soll ich noch ein paar Fakten hinterherwerfen? Gerne, gerne. WAC braucht die Punkte fürs Europa League-Ticket, für die Möglichkeit, noch eines zu ergattern. Austria Lustenau schon 5 Punkte hinter Blau-Weiß Linz. Laut Andi Herer von Austria Lustenau, ja, Blau-Weiß die einzige Mannschaft, die man sich dann noch krallen könnte, wenn es darum geht, in der Admiral-Bundesliga zu bleiben. Im Chat geht es auch, aber ich sehe gerade alle Typen mit. Zum Beispiel Cassi sagt 2-1 für den WAC. Ramon sagt genauso wie der Osi 3-1. Tippen die da alle auf den WAC und schließen sich an, dass das ein Heimsieg für die Kärntner wird. Schauen wir weiter. FAK gegen WSG. Kleine Überraschung, 2-2. Du tippst auf ein X, schauen wir mal, was der Chat sagt. Quote übrigens 3,8 auf Unentschieden. Klingt auch plausibel. Mhm. Black and White sagt 3-0 für die Austria. Jorge sagt 4-1 und der Flo schließt sich an und sagt, das wird ebenfalls ein X. Der schließt sich an deinen Tipp an. Schauen wir weiter. Gute Idee. Altach trifft auf Blau-Weiß-Linz. Altach gegen Blau-Weiß-Linz. Blau-Weiß-Linz noch ein bisschen Abstiegskampf, hat aber den Stern im Vergleich zu Austria Lustenau, der bei Punktegleichheit dann auch etwas Aussagekraft hat, wird ein 1-0 für die Heimmannschaft. Altach gewinnt. Altach gewinnt, sagst du. Schauen wir mal, was der Chat sagt. Dino sagt, Altach wird verlieren mit 1-2. Mhm. Genauso Gabaliere schließt sich ebenfalls einer Niederlage an und Ramon tippt auf ein Unentschieden, ein 2-2. Kommen wir zur nächsten Partie, Sonntag, 14:30 Uhr, LASK trifft auf Hartberg. Vielleicht auch eine kleine Überraschung, 1-1. Ein 1-1? Ja. Du bist heute sehr, sehr auf... Sehr remisierend unterwegs. Ja, wirklich. Wie kommt's? Ja, LASK zuletzt Partie? Richtig stark gegen Salzburg 3-1 gewonnen und ich glaube, dass jetzt Hartberg nach der 1-3 wieder etwas mehr liefert und der LASK vielleicht ein kleines Downgrade zumindest erlebt. Aber
Ist ja nur ein Tipp, mal sehen. Schau mal, wer schließt sich an? Der Flo sagt ebenfalls 3-3. Gabalier, Sabinoy, Ramon und Tamara tippen jeweils auf einen Sieg für Sturm. Und Osi sagt, es wird ein 2-2, ein Unentschieden. Kommen wir zur letzten Partie. Sonntag 17 Uhr, Red Bull Salzburg trifft auf Austria Klagenfurt. Salzburg gewinnt und zwar 3-1. 3-1. Ich habe mir auch die Statistik angeschaut. Mhm. Salzburg gegen Austria Klagenfurt eigentlich relativ häufig gewonnen. Mhm. Also das wird wahrscheinlich... Aber die Quote von Klagenfurt über 10. Mhm. Also Buchmacher sind es nicht ganz so. Ja. Aber die Klagenfurt eben zuletzt 1-1 bei Rapid. Ich habe es gesagt. Also, und Salzburg eben verloren. Also ja. Das wird auch eine also spannende was Sache. Was war jetzt Tipp? Jetzt habe ich schon wieder... 3-1 für Salzburg. 3-1 für Salzburg. Möchtest du mir dann nachtippen? Nein, oder ich habe es nicht. Ich hoffe, in der Schule hast du nicht so viel abgeschrieben wie hier bei einem vom Bundesliga-Fix. Ich schreibe nie ab. Ich habe natürlich schon... im Kopf, was ich tippen möchte. Schau mal kurz, was die Community tippt. Steve sagt 4-0 für Salzburg, Rapid rennt 3-1, wirkt solide und auch der Chris schließt sich an. Und wir beschließen den Admiral Bundesliga Sixpack. 50 Jahre Bundesliga, es sollen noch viele weitere Jahre folgen und schau noch ganz kurz auf die Europa League, die heute noch am Programm steht. Begonnen mit internationalem Fußball und so beschließen wir die Sendung also auch wieder. Die Viertelfinal Rückspiele West Ham gegen Leverkusen zum Beispiel ab 21 Uhr. Wir haben da auch die aktuellen Quoten mitgebracht. Leverkusen der Favorit, West Ham Quote von 4. Der aktuelle deutsche Meister, kann man jetzt ja schon sagen. 2-0 im Hinspiel gewonnen und dann hoffentlich rechtzeitig wieder aus dem Feiermodus heraus, um dann auch international noch durchzustarten. Ist ja noch das Triple möglich. Ja, und ich glaube, es ist die erste Mannschaft, die es schaffen könnte, quasi komplett ungeschlagen 3 Titel zu holen, inklusive Europacup. Also das ist schon noch ein großes Ziel, aber ich gehe auch davon aus, dass sie nicht zu wenig gefeiert haben in den letzten Tagen. Und alle Spiele, alle Details findet ihr natürlich online auf admiral.at. So wie auch. Und ich gebe jetzt mal diesen Ball zurück, weil ich habe jetzt die ganze Zeit. Ach so, ja, du willst den gewinnen, glaube ich, gell? Ja, natürlich, das ist schon cool. Ist cool. Kann man den Ball eigentlich kaufen oder ist das auch super Special Edition? Das ist alles so exklusiv, aber alles für uns. Für euch, für die Community. Das glaube ich mir. Dann hätte ich vorgeschlagen, lassen wir den berühmt-berüchtigten Glückstopf rotieren. Yes. Wir sind ja schon weit über der Zeit. Oh, 20 Aber es ist zuvor im Chat gestanden schon, dass es sich immer so kurzweilig hier anfühlt. Werten wir als Kompliment. Du darfst es verkünden, weil ich ja vorher schon den anderen Gewinner oder Gewinnerin verkündet. Ich hole tief Luft und betone, der Gewinner des Balls, des Tipkicks und der 50-Euro-Admiral-Wettguthaben von YouTube ist Gabalier95. Viel Freude, herzlichen Glückwunsch mit diesem coolen Retro-Paket. Eine Bitte auch an dich, schicke uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at. Herzlichen Glückwunsch. Also deine Ballkarte musst du hergeben? Leider, ich hätte ihn gern. Und vor allem die College-Jacke. Aber wie gesagt, du kannst ja nächste Woche schon... beim Gewinnspiel mitmachen. Und wir haben es schon angemerkt hier. Es wird Matthias höchstpersönlich, ob das mal eventuell in den Verkauf kommt, weil ich glaube, die Fans würden sich freuen. Nimmst zu den Kollegen mit, werden wir uns gerne anschauen, aber nächste Woche mal ein Stück für uns. Sehr gut, nächste Woche, Dank. Wenn dann Joshua Radosch und Elias Vlasak aus dem Basketball bei uns zu Gast sind. Und Chris Stefan. Der auch, und genau so ist es. Und du vielleicht dann die Gewinnerin der Jacke, mal sehen. Also ich werde auf jeden Fall im Chat zuschauen. Und, nein, Spaß. Natürlich für die Community. So ist es. Und auch unser Gast war einer für die Community. Hat großen Spaß gemacht mit dir, Matthias. Vielen Danke Dank. Für die Einladung. Danke, dass du da warst. Fürs Kommen und dann viel Erfolg in den nächsten 50 Jahren als Pressesprecher in der Bundesliga. So lange mag ich, glaube ich, nicht mehr arbeiten, aber die nächsten 30 geht's ja. Da gibt es ja was mit Pension auch noch, glaube ja, ich. Ja, vielleicht. Keine Pension gibt es für die Admiral Sportschau. Nächsten Donnerstag, 19 Uhr, unbedingt wieder einschalten. Servus, ciao. Tschüss.